So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Eishockey-Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play NHL 2007 mit unseren Anaheim Ducks. Heute sind wir zu Gast bei den Capitals aus Washington. Wir sind also in der Hauptstadt der USA. Es ist das erste Duell in dieser Saison mit den Jungs aus Washington und ich denke mal, das wird auch eine ganz interessante Angelegenheit werden. Wenn wir mal auf die Tabelle schauen, sind wir hier klarer Favorit. Die Jungs aus Washington sind letzter in der Eastern Conference, also gleichbedeutend 15. weit außerhalb der Playoff-Plätze, sind das zweitpunktschwächste Team in dieser Saison bis hierhin. Also so richtig viel ist noch nicht zusammengelaufen bei den Hauptstädtern aus den USA, aber nichtsdestotrotz ist dieser Gegner natürlich zu unterschätzen. Ich hoffe, dass unsere Ducks heute ihrer Linie treu bleiben, dass wir hier ein gutes Spiel abliefern werden in Washington. Von der Sache her eine lösbare Aufgabe, aber naja, trotz alledem sind die Jungs aus Washington natürlich ernst zu nehmen. Also ich bin gespannt, das Spiel läuft, nachdem wir zuletzt dagegen Nashville zu Hause mit 6:3 erfolgreich waren, denke ich, ist das Selbstbewusstsein bei unserer Mannschaft hoch, aber naja, im Eishockey ist halt so viel möglich, da kann wie gesagt jeder schlagen, gerade in der NHL, aber das habe ich glaube ich schon so oft gesagt. Der Spruch ist langsam ausgelutscht. Also es liegt an uns hier zu zeigen, dass wir unserer Favoritenrolle auch gerecht werden können. So, da ist erstmal Chris Kunitz. Der hat die Chance, scheitert am Goalie der Jungs aus Washington. So, da ist Fleischmann für die Hausherren. Und aufgepasst, die Möglichkeit. Habt ihr sicherlich schon beim Intro gesehen. Ilya Bryskalov heute bei uns zwischen den Pfosten. Shiger bekommt eine kleine Ruhepause. Das heißt also unsere Nummer 2 drin. Der konnte ja bei seinen bisherigen Einsätzen nicht immer so wirklich überzeugen. Ich hoffe, heute ist das anders. Ilya Bryskalov, der sicherlich auch was zeigen will. Klar, muss er auch, wenn er höhere Ambitionen hat, als nur die Nummer 2 zu sein. So, und die Capitals aus Washington machen Dampf. Aber wir können uns befreien mit Getzlaff. Es gibt doch die Strafe gegen die Hausherrin. 2 Minuten Powerplay für unsere Ducks. Strafe gegen Sutterby. 2 Minuten für Hoherstock, sagt der Unparteiische. Und ich denke, das ist eine vertretbare Entscheidung. Also relativ früh in dieser Partie die Möglichkeit für uns im Powerplay zuzuschlagen. So, und da ist mal Scott Niedermeyer, der nimmt Maß aus der Distanz, aber scheitert am Goalie. Und die Hausherrin befreien sich erst einmal. Erneuter Spielaufbau unserer Ducks. So, der Pass nicht sonderlich genau. Und die Hausherrin können sich erneut befreien. So, wieder Scott Niedermeyer. Das Spiel muss neu aufgebaut werden. Niedermeyer mit dem Pass auf Andy McDonald. Der probiert es ganz einfach mal. Warum denn nicht? Aber so wirklich gefährlich wird es am Ende nicht. So, Chris Pronger an der Scheibe. Setzt sich da ganz starke Szene. Klasse gemacht von Pronger, aber leider am Ende ohne Erfolg. So, und da haben wir Alexander Ovechkin, der Superstar der Jungs aus Washington. Auf den müssen wir natürlich ganz besonders aufpassen. So, jetzt ist erstmal das Tor verschoben und es wird den Face-Off geben. 43 Sekunden haben wir noch im Powerplay und 10 Minuten sind gespielt. 0-0 der Stand der Dinge hier. So, da haben wir wieder Chris Pronger. Der setzt sich in Szene. Unser Defensivspezialist probiert's, aber am Ende ohne Erfolg. So, und die Capitals befreien sich erst einmal wieder. Niedermeyer da im Skate-Duell, kommt an die Scheibe, macht das ganz gekonnt. Die letzten Sekunden unserer Powerplay-Situation laufen. Also in Überzahl werden wir hier kein Tor mehr erzielen. So, Federburg wird geblockt. Also diese Powerplay-Chance können wir nicht nutzen. So, Sutterby frisch von der Strafbank runter, verliert die Scheibe erstmal. Chris Kunitz setzt sich in Szene, scheitert zunächst. Aber nochmal Kunitz, der probiert, Schuss geblockt. Und Washington bekommt die Scheibe unter Kontrolle. Die Hausherren kommen mit Castles, der auf Sutterby, aufgepasst, Sutterby, der Pass von ihm zu ungenau, und da haben wir Borschemin, Pass auf Kunitz, Pass auf Corey Perry, der setzt sich in Szene, Perry im Abseits, Partie unterbrochen. Also bis hierhin doch ein ganz unterhaltsames Spiel auf dem Eis, beide Teams haben ihre Chancen, aber noch ist keine der beiden Mannschaften hier in der Lage, den Nutzen daraus zu ziehen. So, aber aufgepasst, die Möglichkeit wieder für uns. Also ich würde schon sagen, dass wir ein leichtes Chancenplus haben, gar keine Frage, aber Washington stets gefährlich. Und wir müssen da natürlich ganz aufmerksam sein. So, Getzlaff hat die Chance, scheitert wieder. Und wieder die Hausherrin im Spielaufbau und jetzt gibt es auch die Strafe, und zwar gegen uns. Powerplay nun also für Washington, Strafe gegen Rob Niedermeyer, 2 Minuten für Ellbogencheck. Schauen wir uns natürlich an und jo, das ist die richtige Entscheidung. Also die große Chance für Washington in Überzahl, eventuell zuzuschlagen. 3 Minuten und 6 Sekunden noch hier im ersten Drittel zu gehen, aber erstmal Moan mit der Chance. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Goalie da dran war oder ob das der Pfosten war. Auf jeden Fall eine richtig gute Gelegenheit. Und im Gegenzug kommen die Hausherren, aber treffen das Tor nicht. So, ein Marchand jetzt im Alleingang, ganz starke Aktion, aber Johnson im Kasten der Capitals ganz aufmerksam verhindert dort die mögliche Führung für uns. So, das erste Drittel nähert sich immer mehr seinem Ende. Pelson probiert es nochmal, aber wieder Johnson. Kein Vorbeikommen an ihm bis hierhin.
So, und noch einmal die Hausherren. Geht da vielleicht noch was vor der Drittelpause? Gordon hat die Chance. Scheitert an Ilya Priskalov. Und wir befreien uns. Und dann ist Pause nach 20 Minuten. Ist kein Tor gefallen in Washington. 0-0 zwischen den Ducks und den Capitals. Unterhaltsames erstes Drittel, gar keine Frage. Unsere Ducks mit leichtem Oberwasser, was die Chancen anbelangt. Aber Tore hat hier keins der beiden Teams erzielt. 40 Minuten haben wir noch. Also einiges möglich in diesem Spiel hier. Ausgeglichen, unterhaltsam, so wie ich es erwartet habe in der Art. Und es zeigt sich auf jeden Fall, dass der vermeintliche Außenseiter aus Washington uns auf jeden Fall gut Paroli bieten kann. Und die Ausländer, die haben noch ein bisschen Powerplay hier. Also muss man ganz aufmerksam sein in Unterzahl. Und erstmal Alexander Ovechkin, auf den wir immer aufpassen müssen. Ganz großer Mann natürlich, gar keine Frage. So, Ryan Getzlaff setzt sich in Szene, macht das ganz gut, bleibt an der Scheibe, Pass in die Mitte, kommt nicht an, aber Pelson holt sich die Scheibe und jetzt gibt es die Strafe gegen die Ausländer. Strafe gegen Andrew Kessels, 2 Minuten für hoher Stock. Und aufgepasst. Jo, geht in Ordnung. Also es geht weiter mit 4 gegen 4. Das ist natürlich ganz gut so. Washington jetzt erst einmal nicht mehr in Überzahl. Und vielleicht können wir ja dann unseren Nutzen draus ziehen. So, Kleppis an der Scheibe. Fleischmann, was macht der? Probiert's, aber Priskalov ist da, unser Goalie. Und wir bauen das Spiel wieder auf. Sind jetzt in Überzahl. Rob Niedermeyer fliegt von der Strafbank. Setzt sich in Szene. Der Pass kommt. Selanis Schuss. Geblockt und Washington kann sich befreien. So, Chris Pronger holt sich die Scheibe. Erneuter Spielaufbau unsererseits. Der Pass, er kommt auf Corey Perry. Der setzt sich dort in Szene, wird aber gestoppt. Fleischmann und Washington kann sich befreien. Wichnewski, nächster Angriffsversuch unsererseits. Vitali Wichnewski auf Perry, geht auch 1-0. Die Führung für unsere Ducks. Na bitte, Powerplay-Tor. Und das ist, denke ich, nicht ganz unverdient. Sehr schön rausgespielt das Ganze und Corey Perry mit einem platzierten Schuss in den Kasten. Johnson kommt zu spät und es steht 1-0 für unsere Ducks. Die Führung, wie gesagt, nicht ganz unverdient bis hierhin. Das geht schon in Ordnung. Und endlich ist ein Tor gefallen in diesem Spiel und dann auch noch für uns. Also besser könnte es eigentlich gar nicht sein. Also 1-0 für unsere Ducks aus Anaheim bei den Capitals aus Washington. Das ist natürlich noch kein Siegtreffer oder dergleichen. Noch genug Zeit auf der Uhr. Aber wir legen den Grundstein für den möglichen Auswärtssieg und machen den ersten Schritt. So, Ryan Getzlaff. Und jetzt heißt die Devise natürlich zu versuchen nachzulegen. Aber so wird das natürlich nicht. St. Jakes an der Scheibe. Bruno St. Jakes mit dem Pass. Aber das ist abseits von Rob Niedermeyer. Kann man besser machen, wie ich finde. Aber nun ja, was soll's. Face-off an der Blauen geht an uns. Und Dustin Penner setzt sich in Szene. Verliert die Scheibe im Mount Borschum im Abseits am Ende wieder. Und das heißt erneut Face-off an der Blue Line. So, der geht erstmal an uns. Dustin Penner, Wichnewski, Absatz. Hat sie unterbrochen. Und das heißt, erneut Face-Off, der wieder an uns geht. Pesson holt sich die Scheibe, 2-0. Na bitte, Samuel Pesson. Meine Herren, sehr schön gemacht von ihm. Vom Face-Off weg, holt sich die Scheibe dort nochmal wieder. Und dann zieht er einfach ab. Johnson überrascht und er steht 2-0 für unsere Ducks. So einfach geht das. So leicht kann man Tore schießen. Sieh an. Johnson zum zweiten Mal überwunden heute. Frustration beim Goalie der Hausherren verständlich, aber uns soll es egal sein. Wir freuen uns über den Treffer. 2-0 also, Führung ausgebaut. Sehr schön gemacht. Einfach mal abgezogen, sich was zugetraut und da ist die Scheibe hinter der Linie. So muss das sein. Das sieht doch sehr gut aus hier, aber sofort die Hausherren um den Anschlusstreffer bemüht. Klar, den brauchen sie jetzt hier auch natürlich so schnell wie möglich. Und die Chance und es gibt die Strafe gegen uns und zwar gegen Vitali Wichnewski, 2 Minuten für halten. Schauen wir uns natürlich an in der Wiederholung. Ja gut, aber ich weiß ja nicht, ob man das pfeifen muss. Also wirklich halten ist es nicht. Er fährt zwar auf den Gegner auf. Körperkontakt ist auch da, aber das ist für mich kein Halten. Aber nun gut, Schiri hat es entschieden. Können wir nicht mehr ändern. Und Washington sofort mit der Möglichkeit. Klar, jetzt haben sie die große Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen, den sie so dringend brauchen. Pettinger an der Scheibe. Pass auf, Supres. Gut gespielt. Die Chance, der Platz, aber Chance bleibt ungenutzt. O'Donnell, aufgepasst. Niedermeyer stand im Weg, aber jetzt können wir uns befreien. So, Johnson, Spielaufbau der Capitals. Scheibe aber erstmal weg. Die Möglichkeit eventuell für uns. Bleibt aber auch ungenutzt. Aufgepasst. Oh, falsche Richtung, Chris Pronger. Da sollst du nicht hinklären, mein Guter. Aufgepasst, Washington. In der Offensive, wir kommen nicht raus. Aber jetzt, Travis Moan geklärt. Erst einmal und die Chance für Pesson begünstigt durch den Fehlpass von Johnson. Das wäre es natürlich gewesen. Aber er nutzt die Chance nicht. So, wieder die Hausherren, wieder die Capitals. Gute Chance, aber verzogen. Powerplay-Situation für die Hausherren gleich beendet. Es steht 2-0 für unsere Ducks.
Das dritte Drittel nähert sich auch schon wieder dem Ende. Also sieht sehr gut aus. Wir sind wieder vollzählig und das ist auch gut so, denn das war jetzt doch schon eine arge Druckphase der Ausherren. So, die Möglichkeit für uns ohne Erfolg am Ende. Der Piss und sehr schöner Check und wir haben erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Wichnewski, schlechter Pass. Aufgepasst. Vater an der Scheibe für Washington. Wichnewski. Jawohl, und so kommt man raus. Und jetzt gibt es die Strafe gegen die Ausherrin und zwar gegen Rico Vater. 2 Minuten für Alten, sagt der Schiedsrichter. Schauen Sie uns an und das ist wiederum eine richtige Entscheidung und das ist nun natürlich die Gelegenheit für uns weiter nachzulegen in Überzahl. Keine Minute mehr am zweiten Drittel zu spielen. Zeit in diesem Drittel nähert sich dem Ende. Aber wir kommen vielleicht nochmal zur Chance und auch zum Tor. Andy McDonald. Und wir nutzen diese Überzahlsituation gleich perfekt aus. 3:0 also für unsere DAX-Führung. Weiter ausgebaut. Sehr schön rausgespielt. Und McDonald, er nutzt die Chance, hat dafür Platz. Das Tor halb leer. Johnston überwunden zum dritten Mal. Also 3:0 der neue Stand der Dinge. Unsere DAX bauen die Führung aus. 14,8 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels. So muss das laufen. Sehr, sehr schön das Ganze. Und dann ist Pause. Nach 40 Minuten steht es hier 3:0 für unsere DAX. Also das sieht doch sehr gut aus. Und ich denke, wenn wir uns im letzten Drittel ebenfalls so gut anstellen, dann ist der Auswärtssieg nicht mehr allzu weit. Also 20 Minuten noch sind zu überstehen. Und dann können wir uns über die nächsten wichtigen Punkte freuen. Und mal schauen, was sich Washington noch so vorgenommen hat für die letzten 20 in dieser Partie. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Also auf geht's in den letzten Spielabschnitt. 20 Minuten noch zu spielen. Und da haben wir gleich mal Chris Pronger. Setzt sich ganz stark in Szene, unser Verteidiger. Scheitert dann aber an Johnston. Schade. Hätte vielleicht auch nochmal abspielen können, aber naja. Kann auch nicht immer alles klappen, gar keine Frage. Wir sind ja auch keine Perfektionisten. Aufgepasst, die Ausherren kommen. Chris Karloff ist da. Unser zweiter Mann im Kasten. Bisschen mit einer souveränen Vorstellung heute. Wie gesagt, konnte nicht immer so überzeugen, aber heute ist er ganz gut auf der Hut. So, es gibt die Strafe gegen Washington. Aber wir spielen erstmal weiter. Aufgepasst, Federer holt sich die Scheibe. Was macht er draus? Pass auf, Teemu Solani, der probiert. Es wird geblockt, weiter geht's mit Todd Federer. Die Zeit läuft. So, Chris Bronger, Wichnewski probiert. Federer, Doppelchance, bleibt ungenutzt. Und dann ist die Partie unterbrochen. Strafe gegen Poirier, 2 Minuten für hoher Stock gegen Washington. Schauen wir uns auch nochmal an. Okay, und jetzt konnte ich hier gerade keinen Regelverstoß erkennen. Also denke ich mal eine Fehlentscheidung, die der Schiedsrichter da getroffen hat. Aber was soll's. Wir nehmen die Powerplay-Situation natürlich gern mit. So, Andy McDonald, unser Angreifer, holt sich dort erst einmal die Scheibe. Was macht er draus? Pass auf, Teemu Solani. Der setzt sich in Szene, Teemu Solani. Aber da ist dann Johnston. Oh, aufgepasst, Federer hat die Chance. Hätte vielleicht gleich schießen müssen, aber das habe ich dann ein bisschen zu spät realisiert. Und deswegen die Chance von den Ausherren zunichte gemacht am Ende. So, Todd Federer hat die Chance, setzt sich gut in Szene. Pass auf, Teemu Solani, der probiert es doppelt ohne Erfolg. Und es gibt die nächste Strafe gegen die Ausherren. Dieses Mal gegen Steve Emminger. 2 Minuten für hoher Stock. Und aufgepasst. Ja gut, auch hier habe ich jetzt gerade keine Strafe erkannt. Aber wie gesagt, wir nehmen das gern mit. 5 gegen 3, also noch 1 Minute. Und aufgepasst, Niedermeyer aus der Distanz. Johnston ist da. Und Washington versucht sich zu befreien. Aber das klappt nicht. Schuss kommt. Johnston ist da. Partie unterbrochen. Also 3:0 nach wie vor der Stand der Dinge. Das sieht sehr, sehr gut aus hier. Für unsere DAX und Corey Perry alleine. Scheitert an Johnston. Und Washington befreit sich wieder. Nächster Angriffsversuch unsererseits. Und da gibt sich jetzt natürlich auch Platz mit 2 Mann in Überzahl. Aufgepasst. Die Chance. Und Pfosten. Schade. Fast das 4:0. Da hat nicht viel gefehlt. So, Face-Off an der Blauen, nachdem die Scheibe übers Plexiglas gesprungen ist. So, Teemu Solani alleine vor Johnston. McDonald probiert, scheitert. Und jetzt geht's weiter mit 5 gegen 4. Washington hat also wieder einen Mann mehr auf dem Eis, aber immer noch in Unterzahl. So, Andy McDonald schlängelt sich durch. Was macht er? Andy McDonald. Ja, wartet lange mit dem Abschluss und dann scheitert er. So, Niedermeyer, pass auf Federer. Setzt sich durch, Todd Federer, Scheibe aber wieder weg und Washington befreit sich. So richtig was nach vorn geht bei den Ausherren hier nicht, aber auch kein Wunder, wenn man immer in Unterzahl spielt, gar keine Frage. So, aber die Ausherren sind jetzt wieder vollzählig. Wichnewski, Borschemin vielleicht, Borschemin mit der Chance, Johnston ist da und jetzt
Fleischmann auf Amager. Der probiert es aus der Distanz. Warum nicht? Aber kein Problem. Auch wenn da gleich wieder die Chance ist für die Aussehen. Die jetzt hier nochmal Dampf machen. Aufgepasst. Die Möglichkeit für Washington zu verkürzen. Aber sie treffen das Tor nicht. Und die 0 auf unserer Seite bleibt erstmal bestehen. So, Corey Perry hat jetzt Platz und auch Energie dahinter. Corey Perry, Johnson wieder. Die letzten Minuten in diesem Spiel laufen. Es steht 3-0. Also ich denke mal, die Partie ist weitestgehend entschieden durch ein unsererseits besonders starkes zweites Drittel. Denn ansonsten ist ja in den anderen beiden Spielabschnitten nicht sonderlich viel passiert. So, Washington aber mit dem Anschlusstreffer. Graham Mink. Nur noch 3-1. Immerhin ein Lebenszeichen der Ausserien, mehr oder weniger etwas glücklich. Da Rückhandschuss. Da sieht Ilya Bryskalov natürlich nicht ganz gut aus. Aber nun gut. Dieser eine Fehler sei ihm verziehen, solange es jetzt hier nicht noch schlimmer wird. Sind schon wieder die Ausserien, aber wir haben alles unter Kontrolle. Da hinten drin. So, Todd Federock probiert. Ja gut, Schuss etwas verzogen. Und die letzte Minute des Spiels läuft. Es steht 3-1. Also ich bin der Meinung, hier ist alles entschieden. Auch wenn es jetzt nochmal die Strafe gegen uns gibt. Und zwar gegen Scott Niedermeyer 2 Minuten für halten. Und aufgepasst, wir schauen es uns natürlich an. Na gut, das kann man, denke ich, schon so entscheiden. Muss nicht sein von Niedermeyer, aber was soll's. Ich denke, das werden wir schon überstehen. Brunus und Jakes jetzt hier. Den Abseits probiert es dann. Und der Face-Off an der Blauen. 49,1 Sekunden noch. Das sollte zu schaffen sein, diesen 2-Tore-Vorsprung über die Runden zu bringen. So, Travis Moan an der Scheibe probiert. Johnson ist da. Und aufgepasst, nochmal Platz für die Hausherren, bei denen jetzt hier vielleicht doch nochmal die Chance möglich ist. Und aufgepasst, Washington kommt. Aber erst einmal wieder etwas Ruhe. Aber immer noch die Hausherren in der Offensive. Und sie haben jetzt auch den Goalie vom Eis genommen. In der Hoffnung, vielleicht nochmal was draus machen zu können. Aber jetzt die Chance, alles zu entscheiden. Obwohl, wir schauen auf die Zeit. Das Ding ist durch und es steht 4-1. Unterzahltor Travis Moan macht endgültig den Deckel drauf für alle, die dran gezweifelt haben. Aber jetzt ist es klar, dieses Spiel ist gewonnen. 3 Tore Vorsprung und somit holen wir die Punkte in Washington. Sehr schön gemacht am Ende, wenn auch nicht die ganz große Kunst, brotlose Kunst, wie man ja so schön sagt. 16 Sekunden vor dem Ende, aber was soll's, 4-1 der Stand der Dinge. Und wir gewinnen auch bei den Capitals aus der Hauptstadt, aus Washington. Sehr schön. So, die letzten Sekunden des Spiels. Wir nochmal in der Offensive. Zed Shakes probiert, scheitert. Und dann ist hier Feierabend. Und wir gewinnen bei den Jungs aus Washington am Ende mit 4-1. Ein, denke ich, durchaus verdienter Sieg für unsere Ducks. Das geht in Ordnung nach 60 Minuten. Und ja, man kann sagen, was man will. Ein rundum gelungener Tag. Ich freue mich drüber. Und wir holen die nächsten wichtigen Punkte. So, zu guter Letzt, wie immer natürlich, die 3 Stars des Spiels. Der 3. Star ist heute Daniel Stubbs, der zwar kein Ton, kein Assist geleistet hat, der Captain der Capitals, aber er ist trotzdem ein Star dieses Spiels, aber warum denn nicht? So, Travis Moan ist der 2. Star mit einem Tor und der 1. Star, Samuel Persson, mit einem Tor und einem Assist. Ja, Leute, also, wir gewinnen in Washington mit 4-1, ein schönes Spiel, für uns zumindest, hat Spaß gemacht und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, jetzt bei NHL 2007, also, bis dahin, macht's gut und ciao.